Am vergangenen Wochenende wurde der Knappenman-Verein gegründet. Dieser wird ab dem kommenden Jahr den Knappenman-Triathlon ausrichten. Nötig war dies, weil der Sportbund Lausitzer Seenland sich zum Jahresende auflöst. Dieser hatte bisher immer den Triathlon ausgerichtet. Für die Gründungsveranstaltung hat man sich ganz bewusst das eigentliche Knappenman-Wochenende ausgesucht. Denn der Triathlon konnte aufgrund der Situation mit dem Sportbund in diesem Jahr nicht stattfinden. Stattdessen hat man nach der Gründung einen kleinen symbolischen Triathlon durchgeführt, allerdings ohne Wertung. Etwa 70 Teilnehmer, unter anderem aus Bautzen und Dresden, hatten daran teilgenommen.